Um per Smartphone mit anderen zu kommunizieren, nutzen viele Menschen heute Instant Messenger. Instant Messenger sind Apps, die es ermöglichen, ähnlich einer SMS, mit anderen Personen Nachrichten zu schreiben. WhatsApp ist eines der bekanntesten und meistgenutzten Programme. Daher dient er hier als Beispiel für die Funktionsweise der Messenger. Um einen Chat zu beginnen, müssen Sie Kontakte suchen. WhatsApp durchsucht die auf dem Smartphone gespeicherten Kontakte, um abzugleichen, wer ebenfalls WhatsApp nutzt. Unter dem Menüpunkt Kontakte finden Sie diese aufgelistet. Möchten Sie mit einem Kontakt ein Gespräch, also ein Chat, starten? Wählen Sie diesen durch Antippen aus. Nun öffnet sich das Chatfenster. Am unteren Rand ist das Eingabefeld für Nachrichten. Sollten Ihnen die Buchstaben zu klein sein, kann es helfen, das Smartphone waagerecht zu halten. Dann wird auch die Tastatur größer. Zum Absenden der Nachricht tippen Sie auf Senden. Ob der Text gesendet und auch gelesen wurde, sehen Sie an den kleinen Häkchen rechts neben dem Fenster. Ein Häkchen bedeutet, dass sie abgeschickt wurde, zwei Häkchen, dass sie auf dem anderen Smartphone eingegangen sind und zwei blaue Häkchen bedeuten, dass der Chatpartner die Nachricht gelesen hat. Da Sie im Text nur schlechte Emotionen des Chatpartners erkennen können, gibt es als Ersatz sogenannte Emoticons. Diese werden umgangssprachlich auch Smileys genannt und sind in vielen unterschiedlichen Varianten vorhanden. Links neben dem Eingabefeld öffnet sich das Menü durch Antippen. Möchten Sie doch keine Smileys einfügen, können Sie auf dasselbe Feld tippen, um zur Tastatur zurückzukommen.